Dreh dich um. Gestern waren wir bei einem Bierpong-Turnier und manche von uns zum ersten Mal. Aber was ich euch eigentlich zeigen will, ist das, was am Vortag passiert ist. Leo nimmt das Bierpong-Turnier etwas zu ernst. Er hat sich einen Tisch besorgt, damit er mit Anna trainieren kann. Ich habe keinen Bock, der am Bierpong-Tisch beim Turnier ist, mir die Regeln erklären zu müssen. Aber denkst du nicht, dass du etwas übertreibst? Nein. Es ist nur ein Spiel. Ein Spiel, wo man gewinnen oder verlieren kann. Und ich will gewinnen. Hast du dich umgezogen? Jetzt wird trainiert! Das Ding ist, das ist nicht mal meine Idee war. Leon meint das echt zu 100% ernst. Jawohl, und Benno, 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 was machst du hier? Du musst zu jeder Zeit für B-Punkt bereit sein. Es ist mitten in der Nacht. Du musst zu jeder Zeit für B-Punkt bereit sein. Okay. Zack, 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 Benno. Das Training hat sich ausgezahlt, denn am Ende hat sie doch noch einen Becher getroffen und sie haben jedes einzelne Spiel verloren. Wenn du mal Angie hot findest, mach einen Tornado! Michelle hat mir gerade erzählt, dass Leon mit offenen Augen küsst. Nicht immer! Ja! Wenn der erste Moment kommt, wenn sie es merkt, dass dann so, du machst so rum und öffnen sich ihre Augen, sondern so. Hattet ihr schon mal Telefonsex? Allgemein oder wir miteinander? Allgemein. Oh, ach so, ja, ja. Klar. Hattest du schon mal Telefonsex? Nein, wäre so unangenehm, ich würde mein Handy auf Flugmodus schalten, damit andere denken, die Verbindung ist unterbrochen. So, Entschuldigung, ich glaube, ich bin in einem Tunnel. Und er so, okay, red weiter. Hast du einen Tipp für Hannah? Wie man besseren Telefonsex hat. Ja, oder überhaupt mal. Frag Mike für den Tipp. Oh, hast du trotzdem einen Tipp? Mach, was du selber geil findest und dann kommuniziere, was du dann halt geil findest, wenn du es bei der anderen Person machen könntest. Schaust du auch gerade Grey's Anatomy? Leon, ich hab Fan-Edit. Am besten ist die Beschreibung. Ich weiß, das Edit ist nicht gut, aber es ist gerade alles ein bisschen stressig. Ich hab so richtig viel zu tun, ich muss doch in die erste Klasse gehen. Die Hausaufgaben noch machen, die ich nicht gemacht habe, aber der Edit muss raus. Der muss raus. Nee, aber ganz ehrlich, danke fürs Edit. Ich will es nicht haten, weil es ist echt lieb. Aber auch scheiße. Egal, was Malena aufsetzt, auf immer sexuell. Malenchi, willst du meine Nudel kochen? Willst du meine Eier trennen? Okay, das macht überhaupt keinen Sinn. Hanna sieht aus, als würdest du dich vor der Regierung verstecken. Du siehst aus, als hättest du dir von einem falschen Dude 10.000 Euro geliehen. Nein, es sieht aus wie diese komischen Brillen, die man sich kauft, die schon Nase oben haben. Ah, hier stimmt. Na, die Nase ist echt mich. Anna macht jetzt Touch My Daddy Challenge. Anna macht jetzt Touch My Buddy Challenge und sie hat Po-Loch drauf geschrieben. What the fuck? Könnten so Sachen wie passieren, wie auf das Mike auf einmal Marlene an die Möpse gehen muss oder was? Oh, das wäre ganz schlimm. Also ich würde clarify, ob das möglich das ist. Weil das jedes Spiel. Nein, das will ich nicht. Malenchi muss was bei Leon anfassen. Und Leon so, ich weiß auch nicht, warum da auf einmal ein Penis steht. Und wenn da Bub steht, dann reicht es einfach so, da Oberweite mal kurz so. Also wenn Arschloch steht, muss man nicht ganz rein. Also Poloch könnt ihr skippen. Wenn ich die Augen verbunden habe, dann könnt ihr skippen. Ihr müsst natürlich. Was sagst du als Manager zu der Idee? Leon, du lebst von diesen Ideen. Ich krieg keinen Cent von YouTube-Einnahmen. Aber dir wird das Arschloch vielleicht gestreichelt. Was hast du jetzt weggelöscht? Nippe. Aber Poloch bleibt. Hanna, von wem sind die Blumen? Die habe ich heute selber gekauft. Das ist selber gekauft? Ja, ich war einsam. Nein, ich war einen Kaffee holen und ich hab die Blumen gesehen und dann war ich so, hm? Du warst in einem Café alleine. Ich hast du einen Roman im Starbucks geschrieben? Wie wir die Kadett 912 richtig bedient. Weißt du, wie sie mich in meiner Schule genannt haben? Sag. Nudelking. Hattest du einen Spitznamen? Hansi. Hansi? Ja. Nein, du wurdest gehänselt. Ja. Den Schau komm ich schon oft gehört. Oh, echt? Ja. Du hast viel gehänselt, oder? Aber ich hab's gut hänseln können. Wenn du was mit Malenchi hattest, mach einen Tornado! Yeah. Tobias, es war geheim! So fehlt der Leichtfertig.